Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge zu Blockcast. Wie immer damit dabei, Manu. Aber heute nicht in Doppelpack, sondern in Fünferpack. Ey, Shababs aus Angola sind da, unser Bruder Telsen. Ich grüße euch. Unser Shabab aus Kongo. Alo, salo, ser, chavao, ser, seremin. Josevelli. Der Name klingt wie ein Gedicht, Bruder. Josevelli. Josevelli, Bruder. Wie ein Bruder. Dein Bitch-Game will ich haben, Bruder. Stefan, der kommt irgendwo hin und sagt, wie heißt du? Josevelli. Ja. Vorbei, Bruder. Und wir haben noch einen kurdischen Bruder aus Schirnak. Haben wir auch da. Applaus für Azadi. Und einen Shabab aus Mardin, ein arabischer Merdelli. Salamu alaikum. Alaikum salam. So, der Esel nennt sich zuletzt. Abus Heiken. So. Eine schöne, gute Runde hier. Ja, die Runde. Guck mal, der Telsen. Der Telsen will schon losfeuern. Der will schon loslegen. Der ist heiß. Ich hab gar nichts gemacht, aber. Jo. Guck mal. Ich stell euch eine Frage. Jetzt können die Zuschauer zugucken. Gia, tut mir leid, heute ich mal. Bruder, sag dein Bruder, ich rauche heute mehr, als ich rede. Guck mal. Eine Frage an die Zuschauer und eine Frage an euch. Wie schön, ein afghanischer Bre ist übrigens auch hier. Natürlich. Der Blockprinz ist auch da. Nur um die Vielfalt hier. Ein türkischer Bre ist auch da. Hasim. Starfrisur aus Mülheim, ist auch da. Und zwei deutsche Brüder, Armando, der dieses Setup immer wieder aufbaut. Und halb deutsch, halb spanisch. Halb deutsch, halb spanisch. Und wir haben Finny hier, der die... Der Tontechniker für uns heute ist. Auch Grüße an ihn. So. Ihr habt nicht gesehen, der macht gerade so. Der macht gerade so. Ein Applaus für die ganzen Zuschauer auch, die draußen uns immer angucken und supporten. So. Ein Applaus für meinen Onkel. Ja, Abus Aynek, Onkel. Deswegen sind wir so groß und stark geworden. So. Aber jetzt ist die Frage, jetzt mal Spaß beiseite, jetzt ist die Frage. Warum habe ich das jetzt alles aufgezählt? Weil das United Colors of Benetton ist hier. Okay? Ich habe eine Frage. Wie schön ist dieser Abend? Ja. Das ist ja nicht nur ein Abend, unser Leben verläuft ja nur so. Ja, aber ich frage jetzt für die Leute, die draußen zuschauen, wie schön ist dieser Abend? Wir haben hier einen maximalen Kurden, da hinten ist ein maximaler Türke. Wir haben Angola, Ghana, Spanien, Deutsch, Afghanistan. Was haben wir gerade gemacht? Wir haben gegessen, wir haben gesessen, wir haben uns unterhalten, uns totgelacht, lustige Geschichten, dies, das. Ich frage jetzt, wo ist das Problem an diesem Abend? Wenn es an diesem Abend ein Problem gibt, derjenige soll jetzt aufzeigen und sagen, ja, an diesem Abend gibt es ein Problem. Ein ernstes. Nicht die Getränke sind zu warm oder irgendwie so ein Scheiß. Ein ernstes Problem. Gibt es ein Problem an diesem Abend? Nein, gibt es keine Probleme. Okay, ich frage jetzt auch alle Anwesenden, ne? Was stört irgendwen was an dem anderen? Also, nein. Was bringt uns hier zusammen, dass wir sitzen und lachen und essen, wenn du es nennen willst, arbeiten, wir machen Podcasts für die Shababs. Was bringt uns zusammen? Weil Telsen mag Giat und mich, Josevelli haben wir jetzt heute neu kennengelernt, ist auch lieber Junge, mag ich, er kommt auch klar, fühlt sich wohl, Bro? Er fühlt sich wohl. Azadi fühlt sich wohl, alone in the dark, Bruder. Super, Bruder. Komm auf so. Die dunkle Seite, Bruder. Ja, voilà. Was habe ich seit 20 verwichsten Jahren anderes gesagt als dieser Abend? Was habe ich anderes gesagt? Wo ist das Problem an meinen Aussagen, dass im Internet immer so viel geschwankt und gemacht und getan wird, ne? Außer, guckt euch diesen Abend an. Ist Telsen jetzt der ein angolanischer Bre ist? Ist der jetzt Mardelli geworden, weil er mit Ziad sitzt? Bist du Mardelli? So. Nein. So. Ist Azadi jetzt Kongolese geworden, weil er neben Josevelli sitzt? Hat er jetzt sein Volk verraten? Hat er sein Volk verraten? Greifen Hasim und Azadi sich jetzt gegenseitig an? Nein. Sagen, du scheiß Kurde, du scheiß Türke, streiten die sich, kloppen die sich draußen? Nein.
greift der Afghane uns alle an, weil er sagt, ihr seid alle scheiße, ihr seid nicht von mir. So. Nein. Wir sitzen alle hier und Bruder, das, guck mal, das, was hier gerade passiert, auch wenn es noch so klein und noch so banal ist eigentlich, ne? Das ist der einzige Weg, ne, wie du diese Welt überleben kannst. Indem du dir gute Shabab aussuchst, schöne Erinnerungen schaffst, die mit nach Hause nimmst und sagst, ey, ich saß heute mit einem von Elzein, diesen Dschihad da, kennt ihr den? Ja, voilà, lieber Junge. Der Dschihad sagt, ey, voilà, ich saß so mit ein paar Angolanern, mit ein paar Kongolesen, ein paar Ghanaern und voilà, super Jungs. Der Hasem geht nach Hause, ich saß heute mit den Azadi, der ist Kurde, Nevros, dies, das, Herbigi, dies, das, aber voilà, lieber Junge. Der Azadi sagt, voilà, ich hab Hasem kennengelernt, ne, voilà, Nemut lo Türk im DNA, aber der hat Dings, der war lieber Junge. Hasem Elle. Hasem Elle. Genau. So. Habibi Hasem. Ja, da seht ihr. Bruder, das ist der Abend, so wie die, das ist der Blueprint, wie man durchs Leben gehen soll und ich möchte, dass ihr Applaus für euch selber macht. Ist das so schwer gewesen, Bruder? Ist das so schwer gewesen? 20 Jahre gedauert. Und soll ich dir was sagen? Nach diesem Video, die checken es immer noch nicht. Immer noch nicht. Bruder, du hast so schön geredet die ganze Zeit. Nimm den Dings immer. Ja. Okay, sorry. Sag, Bruder, du hast doch so schön geredet gerade. Mhm. Lass das doch einfach so stehen, Bruder. Ja, das ist ja das Problem, die checken es trotzdem nicht. Egal, lass die, Bruder. Du hast schön geredet. Ich feier das übertrieben. Ja. Ist krass. Bruder, für dieses Reden haben die haben mich Bruder, für dieses Reden. Warum hängt der nur mit Dings ab? Warum hängt der nur mit Südländern ab? Ja, wow. Ja, wow. Jetzt morgen darfst du dir anhören, ja, du saßt da mit den Südländern. Telzen. Hä? Hast du uns vergessen? Hab ich nicht. Ja. Was ist denn los hier? Ja, was ist denn los? Ihr sagt doch mal irgendwas. Ja, Bruder, ich glaube, das Problem ist nicht mal so, dass du das 20 Jahre lang thematisiert hast, sondern eher so, dass du emotional warst. Aber wir sind Menschen, wir haben Emotionen. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Also das vergessen viele. Viele erwarten von uns, dass wir immer so rational vorgehen. Mhm. Aber das ist bei so einem Thema schwierig. Gerade die Leute, die davon betroffen sind, können sich eher in die Lage versetzen, als jemand, der zum Beispiel weniger davon betroffen ist oder gar nicht. Mhm. Deswegen, ich glaube einfach, die Herangehensweise war ein bisschen schwierig. Zum Beispiel Leute wie ich oder wie Valley, wer auch immer, wir haben dich verstanden, weil wir dieselben Struggles durchmachen. Aber jetzt ein Mutter zu Hause oder ein Felix, vielleicht haben die dich nicht verstanden, vielleicht haben die gedacht, boah, der übertreibt wieder, wieder, er haut wieder die Rassistenkarte raus, wieder die Schwarzen sind alle so schlimm. Keine Ahnung. Vielleicht musste das erstmal passieren oder vielleicht musstest du diesen ganzen harten Weg gehen, damit wir heute so sitzen können. Ja, ich bin den Weg nicht alleine gegangen. Ja, Bro, wir sind natürlich also, alle gegangen. Ne? Aber ich meine einfach, vielleicht mussten diese Sachen so passieren, damit wir heute so zusammen sitzen können, miteinander reden können. Und wie du gesagt hast, es werden immer noch Leute da draußen sein, die das nicht verstehen werden, die vielleicht haten werden. Aber ich finde, wir sollten anfangen, so das Positive aus den Sachen zu sehen und das Negative beiseite lassen. Das kommt von mir und Bruder, du weißt, ich habe auch maximal Kick auf viele Leute und psychischen Knacks. Was soll ich dir sagen, Bruder? Ja, so. Valley, was hast du dazu? Übrigens, Valley ist auch bekannt. Er macht sehr viele Videos auf TikTok, wenn es um schwarze Issues geht, wenn es um gesellschaftliche Sachen geht. Also ein paar von euch werden ihn wahrscheinlich kennen auf TikTok. Folgt ihn auf jeden Fall, Jose Valley. Macht ganz interessante Videos. Und ja, erzähl du mal was. Ja, deine Worte, wie Tess schon gesagt hat, deine Worte waren schön. Ich glaube, bei vielen ist das so, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber viele haben eine Erwartungshaltung, weil du eine sehr große Reichweite hast. Und die erwarten, dass du genauso reagieren würdest auf alles, wie sie reagieren würde. Aber das ist ja nicht möglich. Jeder von uns ist unterschiedlich. Ich denke aber, das, was ich gesehen habe, ne, weil ich beobachte das Ganze nur. Und
nach der Sache? Fandst du nicht, dass alle... Doch, absolut. Ich hab das auch öffentlich gesagt. Ich meine so, ey, muss es erst so weit kommen, dass ich hier sitze, am Schwitzen bin aus jeder Pore, am Dampfen, Dampf aus den Ohren so raus, dass ich hier sitze, sag, ich bin nicht von denen. Ich bin nicht von denen, die sind nicht von mir. Diese Aussage hat ein paar Leute getroffen. Ne? Mich auch. Aber soll ich dir was sagen? Bei Gott, so wie ich heute hier sitze, Leute, die so engstirnig, so dumm denken, ich bin immer noch nicht von denen. Ja, aber... Naja, nee. Ich sag das immer noch. Hier an dieser Stelle muss ich einfach noch... Einmal bitte, wenn ihr mich liebt, Applaus für Dschihad, bitte. Bitte. Weil, nachdem diese Folge rausgekommen ist, ich hab den gesagt, Bruder, ich liebe dich, ehrlich. Weil der hat den direkt gebremst. Er hat gesagt, Bruder, das kannst du nicht sagen, dass diese... Geht nicht. Wallahi, ne? Sag. Bruder, hör auf, mach die Türe doch nicht auf. Nein, ist doch schon abgeschlossen, Bruder. Aber guck mal, die Türe, die ich aufhaben wollte, die ist doch aufgegangen. Ja, okay. Die Türe, die ich aufhaben... Weil alle haben sich gedacht, Bruder... Ich wollte nicht ins Wort fallen, Bruder. Ja, alles gut. Alle haben sich gedacht, warte mal, der sagt, der ist nicht von uns. Ja, dann haben die angefangen durch diese Aussage haben die angefangen nachzudenken. Wie meint er das, der ist nicht von uns? Was hat der gesagt? Der ist nicht von denen, die so sind und so und probieren einen anderen schwarzen Bruder in der Öffentlichkeit zu bashen, nur weil er nicht nach deren Pfeife tanzt und dies und das. Und warte mal, stimmt eigentlich, die Ausländer, warum sollen wir uns differenzieren von denen? Okay, wir haben unsere Probleme, die haben unsere Probleme, aber im Grunde genommen, wir können eine Hand sein und wir sind stark. Ne? Wir sind stark. Das heißt ja nicht, dass ich kein Schwarzer mehr bin oder Dschihad kein Madeli mehr ist. Aber wenn ein Schwarzer und ein Madeli zusammenkommen, wir ficken den, der gegen uns ist. Bruder, ich küsse dein Herz. Kannst du bitte? Ist doch ganz einfach, Bruder. Bruder, wir reden so schön. Ne? Du musst aber es ist doch die Wahrheit, machen, ja? Ist doch die Wahrheit. Ja, du hast ja recht, Bruder. Es stimmt doch. Ich glaube, das Ding ist einfach... Boah, ich kann gar nicht ernst bleiben. Bruder, die sind nach diesen Videos, die sind in seinen Livestream gegangen. Bruder, die haben seine... Die haben den beerdigt, Bruder. Ja, jeder, der hochgekommen ist, sagt, du... Aber, Bruder, jeder, der in sein Livestream gegangen ist, Bruder, der soll das fühlen, der soll das fühlen. Und wessen Power war das, Bruder? Wessen Power war das, Bruder? Das war unsere Power, Bruder. Unsere Power. Und die da reingegangen sind, das waren nicht nur schwarze, Bruder. Nein. Du hast einen gehört, Coach Frankie, Armeniak, Coach Frankie, geil, du Hund, ach, du hast nur so gehört. Coach Frankie, Senin, Anain, Amanak, du hast nur so, auf allen Sprachen hast du gehört, wie die ihn beleidigt haben. Ja, international. Hey, hallo, Bruder. Wallaschön. Wallaschön. Bruder, ich stell das mal hier. Azadi, Bruder. Azadi, bra. Gib dir mal. Bruder. Wie sieht das? Er hat noch nichts gesagt. Wie sieht diese Situation aus kurdischen Augen aus? Bruder, aus kurdischen Augen, wie soll ich das sagen? Ich glaube, ich war einer der wenigen, die sich darüber am geisteskrank aufgeregt haben. Ja, hab ich gesehen. Weil, Bruder, mich hat's genervt und ich weiß auch, dass einige Brüder hier sitzen, die das vielleicht nicht so gefeiert haben, was ich gesagt habe. Aber ich find's immer noch. Mich hat's aufgeregt, weil ich bin durch TikTok gescrollt, so, und ich habe von schwarzen Brüdern gesehen, wie sie dich fronten. Hm. Mich hat das geisteskrank aufgeregt. Warum? Weil, Bruder, ich sehe das auch bei mir teilweise, wenn ich auf meine Videos gucke, die Leute fühlen sich, ich weiß nicht, fühlen sich angegriffen. Kurden, meine eigenen Landsmänner, Bruder, kommentieren unter meinen Videos, der Azadi kann doch nichts. Wie könnt ihr mich fronten? Mein Name ist Azadi, wie geht das? Und dasselbe sehe ich bei dir auch. Deswegen habe ich mich darüber aufgeregt, als Kurde. Weil, egal wie man es dreht und wendet, Bruder Manuelsen, du hast für Schwarze viel getan. Du hast sogar für uns Kurden was getan. Verstehst du? Wie kann man das fronten? Aber nicht das nur für ist Kurden, das auch für die Türken. Für alle. Für die arabische Du bist auch bekannt für dafür, Bruder, du bist bekannt dafür, Multikulti zu sein. Und das kann man eigentlich nicht haten. Aber das ist das Internet. Und das Internet macht halt das, was am besten kann, statt Liebe zu verbreiten. Die Leute verbreiten Hass. Und das, du kannst es den Leuten eh nicht recht machen. Verstehst du? Hm. Deswegen, was soll ich dir großartig sagen? Katastrophe. Das ist eine große Katastrophe, Bruder. Das ist eine große Katastrophe. Aber spürst du eine Veränderung? Jetzt, kurzfristig ja, 100%. Falls der Ton nicht angekommen ist, der Blockprinz hat gerade gefragt, spüre ich eine Veränderung? Ich sag ja. Kurzfristig jetzt ja. Also die Hand hat sich zu einer Faust geformt. Zu einer Faust? Ein Dildo, Bruder.
eine Faust wäre gut. Wenn es eine Faust gewesen wäre, wäre gut. Bruder, warum macht der das immer so? Aber das ist doch wahr, Bruder. Ja, aber wo... Es ist doch wahr. Bruder, ich hab gesehen, irgendjemand schreibt, so was so Standard ist, seit einem Jahr schreibt so Schokobon unter irgendeinem Video. Bruder, da drunter, du siehst 130 Kommentare, wie kannst du so sagen, meldet den, dies, das. Ja. Die sind wach geworden. Und auch andere von außerhalb sind zu mir gekommen, die sagen, ey Mann, ganz ehrlich, ne, Walla, Black Community ist wach geworden. Ich schwöre, eins muss man auch sagen, ne? Eins muss man sagen jetzt, dass das so, sogar der Letzte ist wach geworden. Der Letzte. Barello ist sogar wach geworden und hat gesagt, ey Manuel, Abe, ich bin, guck mal, man kann den ernst nehmen oder nicht ernst nehmen. Aber da hat er geredet. Da hat er geredet, hat sogar gesagt, der so, Abe, ich bin bei dir reingekommen, das fand ich. Ja, ein Barello sagt, das war nicht mehr lustig. Und der hat gar kein Herz, Bruder. So, der beleidigt Leute ehrlich. Für nix. Aber selbst der hat gesagt, ey, ganz ehrlich, deine schwarzen Eier auf Coach Frankie sein Kopf, sagt er. Aber maximal ekelhaft, was er gesagt hat. Wer? Ich will seinen Namen nicht nennen. Ich will ihn. Oder gib das Mike. Ich will seinen Namen nennen. Aber ich weiß nicht, was du meinst jetzt. Der Coach. Ach so, ach, was der gesagt hat, Bruder, das passt auf keine Kuhhaut. Das geht auf keine Kuhhaut, was er gesagt hat. Ich weiß gar nicht, ne, wie der das überlebt hat im Internet. Wie hat er das überlebt im Internet? Ja, Bruder, der geht auch nicht raus. Nein, ich meine jetzt nicht von physischer Gewalt überlebt. Ja. Wie können diese Plattformen das rechtfertigen, so einen Typen zu lassen und sagen, ja, okay, komm, ist okay. Kontrovers. Kontrovers ist eine Sache, Bruder. Ich sag dir, ich saß einmal mit freiem Oberkörper vor TikTok, ne? Morgens bin ich aufgewacht, bin ich live gegangen, beim Frühstück saß ich mit freiem Oberkörper, habe ich direkt eine Warnung gekriegt. Vorsicht, sexueller Dings, irgendwas. Was habt ihr gemacht, Olle? Meanwhile, Coach Frankie geht raus, beleidigt Schwarze, beleidigt Kurden, beleidigt Jesiden, beleidigt Schiiten, beleidigt Hunde. Hunde, oh, also Tiere, also wirklich Tiere. Ich hab grad kurz, nein, aber wirklich, also beleidigt Tiere, schmeißt eine Frau, Perm oder wie sie heißt, schmeißt sie in komplette Anxiety, weil er gesagt hat, ja, schön, dass dein Hund erschossen wurde oder schön, dass dein Hund getötet wurde. Von anderen Hunden. Ja, boah, das Läppchen. Was Läppchen? Die Frau hat psychischen Knacks. Die konnten auch nicht mehr reden, was? Die war weg vom Fenster, Bruder. Bruder, ich hab Kontakt, die haben mit uns geschrieben, die haben Kontakt zu uns aufgenommen. Ja, voilà. Ehrlich? Ja, lass mich die nicht hinholen. Lass mich die nicht da hinsetzen und reden lassen. Schau bei Gott. Psychischen Knacks, Bruder. Es gibt Sachen von dem, Bruder, unser Bruder Delil aus Berlin, wir grüßen Delil aus Berlin, Bruder. Delil Berlin, schöne Grüße. Der hat ein Video gemacht, Bruder, es sind Sachen rausgekommen mit... Ich kann das gar nicht aussprechen, Malla. Aber ich spreche es aus, weil das muss gesagt werden. Bruder, der Typ zwingt irgendwelche Mädchen zum Geschlechtsakt. Akt. Was? Auf Gebetsteppichen. Von was reden wir hier, Bruder? Über was für ein Haiwan reden wir hier? Du sagst, wie kannst du den beleidigen? Sag ich... Ich meine, das sind Sachen. Man kann so viel über den reden, ne? Aber Walla Bella, man sagt, ne? So, ja, Spaß zur Seite, ja, Bruder, zu viel für den, Bruder. Wir geben den maximale seit paar Podcast-Folgen. Der soll berühmt werden. Geben wir den maximale. Der soll berühmt werden. Bruder, nicht. Aber für was? Nicht für das, nicht auf deinen Nacken und auf den Nacken von irgendwelchen Formaten, dass die Leute jetzt den Namen suchen gehen und die das nicht von dieser Thematik wissen, dass sie jetzt suchen gehen und sagen und dann. Es gibt ja zwei unterschiedliche Menschen. Es gibt Scheißmenschen und gute Menschen, wie korrekt, du gesagt hast. Korrekt. Okay? Aber wir spornen auch damit an, dass die Scheißmenschen solchen Menschen folgen und den Support geben. Und deswegen wird er auch nicht gebannt von dieser Plattform. Verstehst du, was ich meine? Und deswegen besser, lass uns diesen Namen, jetzt dieses Thema einmal hier cut machen. Ne? Ganz eine Sache muss ich noch sagen. Lass den nicht, eine so Sache viel, lass den nicht mehr so viel. Eine Sache noch. Bruder, es gibt Screenshots. Jihad, aber gerne eine wie Sache. Du, Bruder, wann sage ich zu dir? Nein, mein Herz. Ja, Bruder, ich dein Herz, Wallah. Guck mal. Der hat, es gibt Screenshots, wo das bekannt wurde mit dem, Bruder, noch nie in meinem Leben haben mir so viele Frauen geschrieben. Schau bei Gott, bestimmt 30 Weiber schreiben mich an, die meinen so, der hat mit mir so gemacht, ich meine, so, was ist los, Mädchen? Der hat mit mir so gemacht. Eine, Krass. eine,
Eine hat mir geschrieben, hat mir Screenshots geschickt. Okay? Da sagt er zu der: Show, du Blume, du siehst gut aus, was machst du, dies, das. Die meint so: Ja, ich bin hier, dies, das, bla, bla. Aber der meint so: Ich will nur ehrlich kennenlernen und so. Ich will was Ernstes und dies, das und so. Die sagt: Ja, aber ich sag dir von vornherein, ich habe ein Kind. Ne? Mhm. Das Mädchen sagt: Ich habe ein Kind. Ich sag dir ehrlich. Weißt du, was er dir darauf antwortet? Da habe ich, das ist alles hier. Was sagt er? Ich habe nur Angst vor Gott, deswegen poste ich das nicht. Der sagt: Wie, du hast ein Kind und so, wie eklig ist das denn? Das Mädchen so: Wie, was laberst du da, wie eklig ist das denn? Der sagt so: Ja, ich will, dass ein Kind stirbt. Erst wenn ein Kind stirbt, dann können wir zusammen sein. Nee, gib den an seinen Vater ab, weil stell dir vor, wir sind gerade im Akt im Bett und dann kommt dieser Bastard rein. Ja. Boah, hört doch auf, ja. Das ist alles hier, Habibi. Das ist keine Lüge. Das ist alles hier, Habibi. So, was kommt da so? Ein Bastardkind rein. Was habe ich mit dem zu tun? Wenn du den weggibst, können wir einen Akt haben. So kann ich mir das gar nicht vorstellen. Dann sagt dieses Mädchen, dieses junge Mädchen, sagt so, die weiß gar nicht, was sie sagen soll, die sagt so: Walla, Gott wird dich bestrafen. Ne? Also, die hat nicht beleidigt. Ja. Das ist wahrscheinlich ein liebes Mädchen, die sagt: Gott soll dich bestrafen. Was antwortet der? Der antwortet: Gott hat dich schon bestraft mit diesem kleinen. So. Das ist, Bruder, gegen wen? Zu wem habe ich das letztens gesagt? Mit wem saßen wir hier? Weiß nicht. Bruder, du hast gegen so Leute keine Chance. Warum hast du keine? Das sind Dämonen, Bruder. Dieser Mensch ist ein Dämon, Bruder, ein Dämon. Boah, das ist. Bruder, we raised in these trenches, Bruder. Ich schwör's dir: Mörder, Verbrecher, Gangster, was du willst, Zuhälter. Was du willst, Bruder, was du willst. Ne? Ich müsste jetzt wirklich nachdenken, ne? Ich müsste wirklich nachdenken, den schlimmsten Gangster, den ich kenne, den schlimmsten Verbrecher, den ich kenne. Wir kennen ein paar, Bruder. Jeder hier. Ein bisschen. Ein paar. Egal aus welchem Mitte, was soll? Rocker, Clan, albanische Mafia, das Mafia, dies Mafia, der größte Gangster, den wir kennen, müsste ich überlegen, ob der imstande ist, das zu machen, was der macht. Ja, ich weiß, was du meinst, aber wie gesagt, da gebe ich auch Dschihad recht, ne, was er vorhin gesagt hat, diesen Typen überhaupt gar nicht mehr irgendwie große Plattform geben, gerade ihr mit so einem coolen Format, was ihr da am Start habt, den gar nicht mehr so. Das Einzige, was ich den Leuten halt so mitgeben kann, ne, weil ihr habt viel, wie heißt das, viel Einfluss auf die Jugend auch, so, ne? Dass die sich kein Beispiel nehmen sollten an ihn, dass sie ihn nicht feiern sollten. Weil ich sehe, sehr viele Jugendliche feiern ihn für das, was er sagt. Aber das, was er sagt, ist falsch. Oder du kannst nicht jemanden feiern, der schwarze Menschen degradiert, der irgendwas gegen wen hat der alles was gesagt? Gegen Schiiten, gegen wen du willst, ne? Du hast ja viel aufgezählt. So, das sind alles Sachen, die falsch sind. So, ich verstehe nicht, warum die Leute da hinter deren Handys sitzen und so einen supporten. Guck mal, die supporten den, guck mal, tief im Inneren, die finden den alle scheiße. Aber wenn der seine Kacke da abzieht und wenn der Wirbel macht im Internet, das entertaint die Leute. Und deswegen sagen die: Ja, Coach Frankie, bester Mann, Habibi, Coach Frankie. Die scheißen eigentlich auf den, aber die instrumentalisieren den, um sich selbst zu entertainen. Komm, wenn wir dem ein bisschen Wind geben, dann macht er was. Ich habe aber eine Frage an alle hier im Raum. Ist euch aufgefallen, dass die Leute erst wach geworden sind nach dieser Sprachnotiz? Nein, er hat das ja auch verneint, dass das nicht. Das ist KI, bla bla bla. Ja, ja, KI. Weil der Manuel sitzt im Tonstudio, der kriegt das doch schnell hin. Komm, nee, aber guck mal, wie traurig das ist, ne? Bruder, du wirst seit 20 Jahren von links nach rechts, von oben nach unten, du dies, du das, nicht nur du hast das auch erlebt, ich auch. Bruder, wir kriegen ekelhafte Nachrichten, ne? Aber erst wenn einer schreibt, du, N.. Dann, oh, das ist rassistisch, das geht nicht. Ja, guten Morgen, Roschbasch. So, wenn guten aber Morgen. Einer schreibt wie auf TikTok, haha, der ist lustig, den kaufe ich, der Schokoladen, dies, das, der so und so und so. Bruder, keiner redet. Keiner sagt irgendwas. Ich sehe keinen da stramm stehen für uns. Ja. Ne? So, erst jetzt, also Gott sei Dank, dass das jetzt passiert ist, ne, dass alle wach geworden sind, wie du gesagt hast.
Aber ich finde, das ist traurig. Das ist so schade, dass es erst so weit kommen muss, bis einer sagt, ey, du. Und dann stehen erst alle auf und reden. Das Schlimme ist, er hat in einem Video, erst hat er gesagt, nein, das stimmt nicht, das KI, das würde ich niemals sagen. Ich und meine afrikanischen Brüder, wir sind auf dem Level, dass wir Spaß machen können und dies und das. Ein Video später sagt er, weißt du was, ich will ein Telefonat, ich sag das Manuelsen nochmal. Ich will ein Telefonat und sag das Manuelsen nochmal. Sag, du Hurensohn, komm doch aus deinem Wohnzimmer raus, ne, mit deinem eingeölt Babyöl und sag mir das doch ins Gesicht, der Kai. Sag mir das ins Gesicht, Jachai, und ich schwöre, Babyöl soll in den reingehen. So, und ich schwöre bei Gott, der kriegt Fäuste von 12 verschiedenen Richtungen, der weiß gar nicht, woher. Voila. Popping, pop, popping, pop, pop, dann liegt er da, Bruder. So. Ja. 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 Da soll der runterkommen und soll sagen. Lass uns dieses Thema jetzt abhacken. Und ich habe nur ein kleines Stück von dieser Sprachnachricht gesehen im Internet. Okay? Da gibt's ja noch mehr. Der hat noch. Das Schlimme ist seine kleine Kachel, die neben den sitzt. Was will die denn bitte? Die ist ja noch schlimmer. Warte mal, irgendeine 21-Jährige, bei der sich versteckt hat, weil er Probleme in Hamburg hat, weil er mit den Leuten sich das da auch vergeigt hat. Okay? Geht der, findet der irgendeine 21-Jährige, schwängert die Alte auch noch und die sitzt jetzt da halbschwanger, schwanger von diesem Hu. Schwanger von diesem Hu. Und fängt auf einmal auch an, Manuel Schokobon. Lakis Simkebeide, wer hat dir Reden beigebracht eigentlich? Wer hat der Reden beigebracht? Bruder, lass. Wer hat der Reden beigebracht? Seit wann redest du überhaupt? Guck mal, wie er kommt. Rede ich falsch? Du verstehst dich gerade, ne, Bruder? Bruder, der kommt auch aus Afghanistan, Bruder. Ja, aber. Der Frau. Dings. Bruder, bitte. Ich schwöre auf meine Mutter, Bruder. Bitte. Aber warum? Lass einfach. Warum lass? Erklär mir, warum du sagst lass. Guck mal, Bro. Er wartet nur drauf. Er wartet nur drauf. Bruder, morgen wieder ist er wieder live mit seinem Babyöl. Ja. Ja, ne? Dann kommt irgendeiner rein. Ja, oh, ihr wisst gar nicht, was Manuelsen gesagt hat. Dies, das. Ja, und dann fängt er wieder an, da zu spitten. Bruder, das ist wieder maximal. Wir sind Inglourious Bastards, Bruder. Ich schwör bei Gott. Weißt du, was ich aus diesem Film gelernt habe? Die haben einen von denen gepackt. Ne? Von diesen NS-Typen haben die den gepackt. Und der eine von denen hat gesagt, warum bringst du nicht einfach um? Lass uns den einfach wegputzen. Ne? Der hat gesagt, nein, warte. Hatte sein Messer rausgeholt, hat in ein Hakenkreuz auf die Stirn geschnitten. Der meinte, lass ihn so umbringen. Das ist der letzte von denen. Das ist der Oberkommissar von denen. Das ist am Ende vom Film. Kennst du Inglourious Basterds im Film? Ja, kenn ich. Hatte den ein Hakenkreuz in die Stirn. Der meinte, warum bringst du ihn nicht um? Der meinte so, nein. Der soll mit dem Ding durch die Welt laufen, damit jeder weiß, der ist der Wichser. Der. Wenn ich ihn umbringen würde, dann wäre es vorbei für ihn. Da kommt der Nächste und macht das gleich. Ja, aber der muss so laufen, der kriegt das nicht weg. Der muss so laufen. Und Coach Schwenk ist genau das Gleiche, Bruder. Ich werde dir das sagen, der soll berühmt werden. Der soll noch berühmter werden. Inshallah, Yarab kriegt der 2 Millionen Follower. Aber diese 2 Millionen Follower kennen ihn für eine Sache. Und zwar für die Sache, dass er ein Wussiches, ein Nidges, ein Ars, ein Benamus, ein Sheriffs ist. Dafür sollen die den kennen. Ich höre diese Sachen seit keine Ahnung, sei TikTok, du Nidges, du. Bro, was heißt das überhaupt? Kann mir das einer erklären? Nidges ist einer, der sich einen runterholt. Nein. In seine Dings rein. Ist doch so. Nidges ist Dings so. Unrein. Unrein. Ja, Unreiner. Ein Dreckiger. Ja, ein Unreiner, genau. Aber unrein in der Form, so Djünüb. So. Ja, Djünüb, genau. Der geht pinkeln, wäscht sich nicht die Hände. Nein. Der hat Geschlechtsakt, der geht nicht duschen. Oh, hört auf, den großen Mann, Abtest. Nein. Ja. Der nimmt nicht den großen Abtest. Das ist ein Nidges. So, das ist ein Nidges. Ein Wusser ist dreckig. So ein Drecksack, der geht nicht duschen. Oder was sind das so, für Begriffe? So, damit die Leute jetzt auch wissen, was Nidges ist. Ich höre das seit Ewigkeiten. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ist so, genau so. Und ein Ars, was der auch ist, ein Ars ist Dings. Das ist so einer, der verkauft seine eigene Frau. So, der verkauft seine Frau für Geld. So Ars, da? So, so, so.
So ein Ars. Dreckig, ja. So. Diese Benamus ist so einer, so. Namus ist ja so, ja, das Ehre der Familie. Ja. Benamus ist so ohne Ehre für Familie. Ja. Er hat keine Ehre für seine Familie. Aber ich wollte schon immer wissen, was das heißt. Ne? So, ja, ne, Giuseppe. Komm hier vorbei, das. Du weißt, du kriegst sofort. Ja, ja, bei uns. Ein Tag Gruppe, du sprichst fließend Arabisch. Ich hab schon gemerkt, ja. So. Nicht nur fließend Arabisch, ja, ne? Das ist noch die kurdische Fraktion, die türkische Fraktion, so. Die albanische Fraktion, ja, ne? Afghanische Fraktion, mein Bruder Selim. Ja, ne? Hier ist international, Habibi. Ich merke schon. Komm rein, geh raus, du bist hier mit allen Wassern gewaschen, Warak. Du bist hier im Ruhrgebiet geschwommen, Warak. Khalas. Du kannst in Ozean schwimmen gehen. Ja, ich merke schon. So. Hammerhart, ja. Und ich kläre die Leute gerne darüber, auf wen die da folgen. Gerne mache ich das. Ja, in seinem Fall mache ich das gerne. In seinem Fall gerne. Gerne. Ich würde dich gerne was fragen, Bro. Bitte schön, mein Schatz. Du hast vor einiger Zeit, also hast du eine richtig brutale Hörprobe rausgehauen. Meiner Meinung nach. Da waren ein paar. Welche war das? Die aktuellste, die wir eigentlich haben. Die wieder draußen ist. Meinst du diese Rappers? Ja, also. Oder deine letzte Hörprobe? Die letzte Hörprobe? Keine Hörprobe. Einfach also, das, was wir rausgehauen haben. Gegen ihn meinst du? Ja. Ja. Bro, guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, ne? Ich hab, also, ihr habt bestimmt auch die Kommentare gelesen, ne? Ja, so, wenn er sich nur auf Rap konzentrieren nein, würde. Nein, es ist nicht mal das. Es ist nicht mal das. Bruder, wir sind auch deine Fans. Wir sind nicht nur deine Fans. Wenn du redest, viele von uns sind mit dir aufgewachsen, mit deiner Mucke, ne? Gib uns doch mal. Wie geil sein rheinischer Akzent ist, ich küsse dein Herz. Viele von uns sind aufgewachsen mit deiner Mucke. Aber ist so. Ja. Bruder, gib uns doch Mucke. Kriegst du doch. Kommt doch. Hat er doch gesagt. Wann? Kill 'em All 2 ist am Laden. Es geht, Junge. Und guck mal, diese Bars, weißt du, warum ich die gemacht habe? Eigentlich dieser Hund, dieser Warte, Hund. Ohne beleidigen, das einfach. Was beleidige ich? Ich beleidige ihn von oben bis unten. Ja, aber dieser Hund, dieser Kelp, dieser Warte, dieser Hund, Kelp, Warte, Kelp. Weißt du, was Warte heißt? Nein, Bruder. So ein niederträchtiger, ganz, ganz. Der tief, ist so ganz unten. Ganz, so. Ganz unten, ja, ne, den du. Ja. Oh, warte, so Kalb, du Hund. Ja. Okay. So, auf jeden Fall, ich habe das gemacht. Weißt du, warum ich das gemacht habe? Er hat gesagt so, und hört mal an, wie der rappt. Der hat gesagt, der kann doch gar nicht rappen. Bruder, er lügt, er hat selber gefeiert, Bruder. Bruder, er zeigt seinen Leuten, ey, guck mal, so, ich hab den so sauer gemacht, der hat mich einfach gedisst. Und die haben gefeiert, Bruder. Aber da hat sag, was du willst, das war krass. Da hat er mich gepackt. Ich kann nicht rappen, ich? Ich schwöre, für diese Zeilen, für diese, was ist das, 20 Bars oder was, ne? Bei Gott, ne? Fragt nach, wenn Kabal hier wäre, der würde euch das bezahlen. Finn, warst du nicht, wo ist Finn? Finn ist drüben, ja, aber 15 Minuten ungefähr. 15 Minuten. Mit Beat machen, ja, ne? Kabal hat den Beat gemacht, auch schnell. Und du hast kurz. So, das war gar nichts. So nach Ramadan kommt Kill 'em All 2. Warte, Kajal. Das wäre aber so, wisst ihr, was geil gewesen wäre, wenn du dich. Guck mal, ihr habt ein brutales Studio. Hättest du dich hier irgendwo hingestellt? Hättet ihr ein One-Take gedreht dazu? Bruder. Diese Krime wollte ich dir nicht geben. Alle haben mir das gesagt. Aber warum nicht? Nein, wollte ich nicht machen. Die Leute, wollte ich genauso wie die lieben, wie du dich aufregst und den und dem. Bruder, lieben die auch deine Musik? Wollte ich nicht machen. Dies wollte ich dir nicht geben. Ich drehe ein Video für den. Wer ist dieser Hund? Ich drehe ein Video für den. Ey, Universal sagt mir, ey, du musst Videos drehen. Ich sage, ich drehe schwer für die Videos. So, jetzt soll ich für Coach Rinke ein Video drehen? Bruder. Bei Gott, Kelsen, sag mal ehrlich. Ja, ist okay. Wer fickt den, Bruder? Wer fickt den? Scheiß auf den. Okay. Ja. Azadi, sag doch mal was, ja. Ich sag nichts mehr, Bruder. Azadi, sag doch mal was, Bruder. Bruder, sag dir ehrlich, ich beleidige nie, ich, vor allem nicht im Internet, aber Coach Rinke ist der größte im ganzen Internet. Bei Allah, Bruder. Und gibt's nicht. Aber beleidige den weit, das ein Bruder, das ein Nein, bei uns. Nein. Nein, Bruder, der hat uns gefickt, der hat ganz Internet gefickt. Bei uns, aber das ist YouTube, Habibi, wir können reden. Nein, warum denn? Walla Manu Adak. Bruder, wir haben ganze Alphabet, den beleidigt, Bruder, rein. Und das noch zweimal. Bruder, Walla, das ein richtiger Hund ist das, Bruder, Walla. Aber der hat recht. Bruder, warum? Walla, der hat recht. Khalas, ich hab ganz kurz, warum kann er ins Internet reingehen
und jeden seine Mutter beleidigen, Bruder, und wir dürfen den nicht beleidigen. Weißt du, was der gesagt hat? Der meint so, der isst meine Familie, Reihe. Der sagt so, der will meine Familie essen. Und ich darf den nicht nennen? Der will meine Familie essen, sagt er. Ich esse Manuels Familie. Original 0, gar nichts. Guck mal, Shabab, stopp. Aber Bruder, Shabab, der sagt, warte, stopp. Der will meine Familie essen, Bruder. Guck mal, Shabab, nimmst mal alle erstmal einen Effekt, ne, um runterzukommen, ne, Shabab, jetzt ehrlich. Achso, ja, Entschuldigung. Also, trink mal erstmal alle ein bisschen Effekt. Für den Effekt. Ja, mal alle ein bisschen runter, ne. Zu viel jemanden beleidigen ist auch nicht gut. Der will meine Familie essen, Bruder. Ich esse eine Frau, Warak. Guck mal, lass uns jetzt alle ein bisschen runterfahren, ne? Den nicht zu beleidigen, weil wir beleidigen, wir vergleichen den mit Tieren und die Tiere werden sich dann auch ein bisschen traurig fühlen, gerne, dass man solche Menschen. Bruder, ich stehe. Der macht unterschwellig. So. Ich steck so die ganze Zeit. Boah, so Onkel Djihad, der hat jetzt kurz zugemacht. Nein. Bruder, der gibt einen mit. Er hat so gemacht. Ja. So. Ja, der Shabab, beruhigt euch alle. Ich esse eine Frau, oder? Ey, dieser Hund. So, guck mal. Wir sitzen hier so in eine schöne Runde. Die Handelsstange soll in den reingehen. Für den Effekt. Für den Effekt, ne? Natürlich sugar-free, weil du trainierst sehr viel. Du musst hier immer auf achten auf die Kalorien, ne? Oder? So. Schmerbig, Bruder. Schmerbig? Ich sag dir so. Ja, gut. Ey, jetzt noch was anderes, Telsen. Ja, bitte. Wann machst du eigentlich Musik wieder? Was ist los mit dir? Ja, was denn? Sag mal was. Ja. Ja. Siehst du, da ist was Schönes, Bruder, Musik. Ja. Lass uns über Musik reden. So. So ein Ding ist das jetzt? So ein Ding ist das. Müssen wir permanent über Leute reden? Nee, müssen wir nicht. So. Müssen wir nicht. Weil, also, dich kennt man ja aus der Musikbranche auch. Du warst ja... Ein bisschen, Bruder. Du warst ja mit Dings unterwegs. Ich war mit ein paar Leuten unterwegs. Mit ein paar Leuten? Ja. Bist du immer noch gut mit den Leuten? Ja, auf jeden Fall. Gute Frage, wann kommt bei mir wieder Musik? Ich denke mal, dieses Jahr. Ich habe sehr viel fertig schon. Entschuldigung. Ich habe sehr viel fertig. Auch schon vieles aufgenommen. Aber ich hatte irgendwie so nicht den Spaß an Hip-Hop verloren, sondern... So diese Szene hat mir so ein bisschen so diesen Spaß Willkommen im Club. Genommen. Willkommen im Club. Ja, aber guck mal, Bro. Bei dir ist das so ein Ding. Ich verstehe das. Guck mal, du machst das seit über 15, 20 Jahre. Ne? Bei mir das Ding ist, ich bin viel zu früh da so reingekommen. Ich habe sehr jung viel gesehen. Ich war so mit großen Rappern unterwegs, aber ich war deren Fan. Ich dachte immer so, boah, krass, mit diesem Rapper unterwegs zu sein, das ist bestimmt voll cool. Und dann hast du die privat kennengelernt und dann hattest du wie soll ich das jetzt vernünftig sagen? Also, du hattest ein Bild von denen und als du die dann privat kennengelernt hast, waren die dann nicht so... Also, ist zerbrochen. Ja, ist zerbrochen. Das Bild ist zerbrochen. Ja, dieser Respekt, was du hattest, ist so... Ist flöten gegangen. Bra. Ja, und ist weg. Hat die Biege gemacht auf Kölsch. So, ne? Und das Ding ist, das macht auch was mit der Psyche so, ne? Weil du denkst dir so, ey, der verspricht dir vielleicht irgendwas oder der will dir vielleicht irgendeine Türe aufmachen, sagt dir, ey, wir klären dir dies und das. Kameras laufen noch alle? Dann funktioniert das nicht und man ist dann auch enttäuscht, weil irgendwann setzt du auch alles auf eine Karte. Dann laufen die Sachen nicht so, wie sie laufen. Und dann denkst du dir so, ja, weißt du was, egal. Dann mache ich das einfach nur für mich, so, weißt du. Aber ich denke mal, dieses Jahr würde was kommen. Also nice. Ich habe auf jeden Fall Bock. Nice. Und mal gucken, was noch geht, ne? Josevelli. Bitte. Wann bist du darauf gekommen, was war das Knackerlebnis? Wo du gesagt hast, nee, ich mache mir das jetzt zur Aufgabe, in TikTok rauszugehen und Leute aufzuklären und den Leuten die Sicht aus der schwarzen Community zu versuchen nahezubringen, beizubringen. Mein, ich komme aus einer Familie von Aktivisten, deswegen, das ist drin. Okay. Schon sehr früh, deswegen habe ich wieder gedacht, okay,
Schritte in die Fußstapfen. Ne? Weil ich habe vorher Comedy und so gemacht, ne? Bin da ein bisschen rumgekommen. Und dann dachte ich mir, ja, nutze ich das mal, wie kann ich meine Medienpräsenz sinnvoll nutzen? Und dann habe ich halt mit TikTok angefangen, ne? Und afrikanische Geschichte ist halt, das ist mein Ding. Ne? Und du bist wie Afrokati, du kennst dich sehr damit aus, ne? Ja. Ja, ne? So wild. Maximal. Ey, ich muss dazu sagen, Afrokati, Bruder, Grüße an der Stelle an den Bruder. Ja. Ich muss zu dem sagen, der sieht funny aus, so mit seinen hochgestrubbelten Haaren manchmal. Ne? Aber Bruder, was der Bre im Kopf hat, Bruder, das ist unnormal. Wie intelligent ist der? Und da alles, was er macht, ist auch bedacht. Auch das, was du gerade beschrieben hast mit deinem Style und so. Mhm. Das ist so, gehört alles zum Gesamtpaket. Er will auch dieses Ausstrahlen. Ey, ich bin stolzer Afrikaner. Fuck it. Aus dem Kampf. My hair is nappy. Genau, ja. Genau so. Mhm. Ich feiere ihn dafür. Ja, ich feiere ihn auch. Der ist ein sehr intelligenter Typ. Ich mag ihn. Mhm. Er lässt sich auf jeden Fall nicht biegen. Nein, auf gar keinen Fall. Wild. Ich habe ihn noch gesehen. Haram, der ist auf Leute geplatzt, Bruder, für nix, Bruder. Der hat richtig Gas gekriegt. Ich habe gestern habe ich gesehen, hat der auf Ali Boumaier reagiert. Ne? Ja, das ist eine Sache. Ich hab mit Ali gesprochen. Ali ist eigentlich lieb. Aber ich habe ihm gesagt, Bruder, das war eine sehr lustige Sache. Ich habe gesagt, Bruder, guck mal, du kannst doch nicht sowas sagen nach dem Motto, ja, der Manuel dreht wieder durch in TikTok. Bruder, wir sind alle so auf Gas gerade wegen dem Thema. Wenn einer irgendwo Nutella-Brot isst, wir wollen den kaputt schlagen. Weißt du, ich meine? Einer trinkt einen Kakao für blöd, wir sagen, du hast keine Milch gefunden? So, weißt du, ich meine? So. Bruder, wir sind maximal auf Gas in der Sache. Das war falsches Timing und wir haben ein bisschen übertrieben. Ali, mein Schatz, da hat den die Boss, ja. Der ist ein lieber Junge eigentlich. So, da, wir haben ihn. Ja, Unrecht, wir haben ihm Unrecht getan ein bisschen. Aber er hat ich sagen. Nein, also guck mal, der stand sein Mann, der war derjenige, der sofort auch geantwortet hat und gemacht hat und ja. Der Telefonat, was da im Nachhinein da rausgekommen ist und ich war ja dabei und ich muss ja auch nicht lügen. Mhm. Ali ist wirklich eine Respektperson. Ja, und ich sag dir ganz ehrlich, ne? Bruder, die Engel sitzen auf unsere Schulter und schreiben alles auf, was man sagt. Bruder, der ist ein Mensch, Bruder, der ist maximal kein Rassist. Natürlich, nein. Guck mal, das haben die Leute auch so verstanden von dem Post von Manuel, dass der jetzt auf einmal auch die Seite gewechselt hat. Und das war der Punkt. Ah, okay. Verstehst du, was ich meine? Okay. Weißt du, wir waren auf Gas und wir haben nur diesen Ausschnitt gesehen. Man hat nur diesen Ausschnitt gesehen. Manuel rastet aus, ja. Wie raste ich nicht aus, ja, so. Aber Bruder, ich finde, die Art und Weise, wie du reagiert hast, war nicht verkehrt. Ja. Du hast nichts Schlimmes gesagt. Nein, hab ich nicht. Die Art und Weise, wie du es gesagt hast, war auch nicht schlimm. Hab ich nicht, aber ich hätte das ganze Video gucken sollen. Er hat sich eigentlich auf unsere Seite gestellt. So. Ja, korrekt. Und so. Das Problem ist, der ist wir müssen hier korrekt bleiben, Bruder. Der ist morgens früh aufgestanden. Wir sind zusammen. So. Der ist morgens früh aufgestanden. Biso, Bruder. Der ist morgens früh aufgestanden, seine DMs waren voll. Der sagt, ihr habt mich Rassist gemacht, ihr Dämme, was habt ihr gemacht? Doch. Voila, so. Deswegen ist der rausgegangen und gesagt, ey Manu, was hast du da gemacht? Ja. Bruder, stell dir vor, du stehst am nächsten Morgen auf und guckst in deine DMs, Bruder, von oben bis unten, Beleidigung, Bruder. Bruder, wir sind Leute, Bruder. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Deswegen, Ali Boumaier ist von uns. Der ist auf jeden Fall von uns. Sein Name Boumaier ist auch von uns. Ja, normal. Wir sind Boumaier. Was sagt Willi dazu? Boumaier, erklär mal kurz, Boumaier. Boumaier bedeutet, kommt von Lingala, ne? Das ist die Nationalsprache im Kongo. Aha. Und heißt, das haben die Leute damals geschrien, wo Muhammad Ali, wo der im Kongo gekämpft hat, ne? Rumble in the Jungle. Haben die Leute Ali Boumaier geschrien. Verprügel ihn. Also Ali bringt. Zerfetz ihn. Zerfetz ihn. Ja, töte ihn. Boumaier ist töte ihn. Ja? Boumaier ist töte ihn. Ja. Boumaier. Genau, yeah. Boumaier. Aber. Aber wohin? Nadie! Nier, bist du wollte? Nein, ich hab einen guten Zahnarzt. Ajumo. Ist das unter da? Aber ich bin mal Zahnschmerz, er hat keinen Bock mehr. Ja. Also, Asim, salam alaikum, mein Schatz. Also, Boumaier heißt bring ihn, töte ihn. Ja, töte ihn. Sprichst du auch Lingala? Nee, aber ich verstehe ein bisschen. Ah, okay. Wie heißt die Sprache bei euch?
Bei uns gibt es mehrere Sprachen. Okay. Da wo. Oh, danke. Du kommst gerade. Also unsere. Du Spinner, Alter. bei uns, also die Amtssprache ist Portugiesisch, weil Angola ja eine portugiesische Kolonie gewesen ist. Aber aus dem aus der Region, wo ich herkomme, spricht man Kimbundu. Kimbundu. Das, Kimbundu heißt das, genau. Und meine Oma war die letzte Generation, die die Sprache noch gesprochen hat. Meine Mutter kann so ein bisschen noch. Und alles, was danach kam, ja, zudem wurde halt gesagt, ja, wenn ihr die Sprache sprecht, dann seid ihr so dumm, dann seid ihr Idioten. Viele wurden auch umgebracht, weil die versucht haben, deren Sprache so... Guck mal, was für ein Shit, Alter. Beizubehalten, genau. Hm. Sorry, mir fehlten gerade die Worte. Und ja, aber ich übe, ich versuche das, also lerne das gerade. Ne? Zum Beispiel Moisekele heißt bei uns, also hallo, ist ein Gruß. Ne? Moisekele? Moisekele. Wenn meine Oma das sieht, die wird sich maximum freuen. Ah, okay. Ich lerne das gerade mit dir. Tante? Moisekele. Moisekele. Ne? Und ja, so. Das wollte ich halt dazu sagen. Also die Sprache, die du zu Hause sprichst, ist Portugiesisch? Genau, ist Portugiesisch. Ich spreche Portugiesisch, Spanisch, Englisch, Deutsch und ganz, ganz, ganz wenig so Schulfranzösisch. Habe ich im Abi gelernt. Du sprichst Spanisch also? Si. Und warum willst du, aber warum willst du nicht gehatet jetzt? Oder was? Ja, was ich frage dich jetzt. Ab jetzt fängt an. Oh, warte, warum willst du nicht gehatet? Ja. Warum wird nicht gehatet? Hey, du tellst noch. Ich hab gar nichts gemacht. Nee, ich glaube, bei Manus einfach das Ding, die, ich weiß gar nicht, wie ich, guck mal, die Leute fucken sich einfach darauf ab, glaube ich, dass du deine Amtssprache nicht sprichst. Das stört die Leute unnormal krass. Ja, es tut, ja Allah, es tut mir leid, ja, Chaye. Ja. Aber warte, darf ich was dazu sagen? Sag mal was. Die meisten sprechen selber nicht mal ihre Muttersprache. Viele Follower sprechen auch nicht ihre Muttersprache. Ja, und ich denke, es ist auch, guck mal, es ist einfacher, irgendwo Französisch zu lernen, dir irgendeine Seite rauszusuchen. Als Tweet zu lernen. Das stimmt auch. Es gibt mittlerweile Sprachschulen, ne? Nicht, dass jemand kommt und sagt, ey, stimmt nicht, hier kannst du lernen. Bruder, ich bin schwer in die staatliche Schule gegangen, Bruder. Jetzt, wer meldet sich auf eine Schule an, um Tweet zu lernen, Bruder? Ich küsse dein Herz. Ja, aber. Wer macht das? Aber warte, gib mal. Lass mal ernst bleiben bei der Sache, weil. Das ist eine ernste Sache, Bruder. Hm. Guck mal, du hast Türkisch, Kurdisch, alles hast du auch auf der Straße gelernt. Ja. Ne? Klar, dein Umfeld war ja auch überwiegend Türkisch, Kurdisch, Arabisch und so. Ne? Aber auch deine Amtssprache kannst du ja auch so lernen. Dafür musst du keinen Test schreiben. Das kannst du auch mündlich lernen. Aber wo? Auch Portugiesisch. Wo? Gibt's bestimmt viele Möglichkeiten. So im Internet oder YouTube oder irgendwas. Keine Ahnung. Oder der. Ja. Hat meine Mutter nur mit mir zu Hause Afghanisch gesprochen. Okay. Hätte meine Mutter mit mir zu Hause nicht Afghanisch gesprochen, hätte ich heute kein Wort sprechen können, mein Bruder. Und du sprichst nur Afghanisch und Deutsch? Ich spreche nur Afghanisch und Deutsch. Kannst du kein Englisch, Bruder? Ja, so dieses, so wie ich auch Libanesisch rede. Aber ist doch nicht schlimm. Warte mal kurz. Bruder, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Niemand wird dich dafür fertig machen, wenn dein Englisch nicht perfekt ist, Bruder. Ja. Doch, Walla, soll ich dir sagen was? Walla, wenn ich, jetzt ich, bei mir zu Hause, wir reden Mardali, so unsere arabische Sprache. Ne? Ja. Und Deutsch halt, weil ich hier Russ geworden bin und wir hingezogen, also damals hier rübergekommen sind und die Russ geworden sind. Mhm. Wozu soll ich denn noch Englisch lernen, Bruder? Wenn ich noch versuche, noch Englisch zu lernen würde und nach Hause kommen würde und damals zu meinem, Allah irhamu, zu meinem Vater oder zu meinem Opa fragen würde, guck mal, Papa, ich habe heute, Bill Englisi habe ich heute gelernt, Hack, der hätte mich angeguckt, der so, Khara, Fetimle, Khara. Was willst du mir damit zeigen? Ja, ja, hat dein Opa im Dorf auch Englisch geredet, dass du mir jetzt Englisch reden willst? Ja, so. Verstehst du? Damit sind wir groß geworden. Der so, lern nur das, was du brauchst. Wir sind hier in Deutschland, lern Deutsch. Ja, Bruder, guck mal, also ich verstehe deinen Punkt, ne? Ohne Disrespekt. Aber ich verstehe auch zum Beispiel Schwarze, die Manuel irgendwo dafür kritisieren. Ich habe schon oft mit ihnen darüber geredet, weil Leute immer so sagen, so, ja, Telsen, nur weil der dein Bro ist, du bist immer seiner Meinung. Bruder, guck mal,
Der ist nie der, meiner Meinung Bruder, eigentlich. Der, was sagst du? Du bist nie meiner Meinung. Ja, bin ich auch nicht. Aber das müssen die Leute ja auch nicht wissen, Bruder. Der ist nie meiner Meinung. Ja, ich aber bin ist doch egal. Dem. Warum hast du so gemacht? Padahan, warum hast du so gemacht? Ja, aber du, Bruder, hast recht, aber warum machst du so? Ja, aber das machen wir unter uns. Unter uns. So, ne? Ich muss kein Video machen, kein Stitch-Mitch, irgendwas. Hm. Ne? Guck mal, was ich sagen will ist, Bruder, dieser Mann kann seine Herkunft nicht verleugnen. Der ist schwarz, Bruder. Der ist Afrikaner. Ne? Egal, ob der 75 andere Sprachen spricht. Das, was du von ihm siehst, kann er nicht verleugnen. Irgendwann... Will ich auch Tag, nicht. Hat niemand gesagt. Bruder, ich sag nur. Irgendwann kommt der Tag, Bruder, fliegst du mal nach Ghana, nach irgendwo. Ne? Und vielleicht erkundigst du mal so ein bisschen so deine Wurzeln, checkst mal ein bisschen ab. Ist ja was Schönes, weißt du? Und dann ist doch cool, wenn du ein bisschen, du musst jetzt nicht perfekt deine Sprache sprechen, jetzt, aber ist doch cool, wenn du ein bisschen kannst. Guck mal, ich zum Beispiel, ich wünschte, ich könnte dieses Kimbundo, also die Sprache, von der ich gesprochen habe, ich wünschte, ich könnte das sprechen. Ich bin nicht stolz darauf, Portugiesisch zu können. Portugiesisch ist eine coole Sprache, versteht mich nicht falsch. Aber meine Vorfahren wurden umgebracht, getötet, damit wir heute diese Sprache sprechen. Versteht ihr, was ich meine? Hm. Wenn, kannst du sie nicht? Bro, weil, wie gesagt, bei uns, meine Oma war die letzte Generation bei uns im Land, die diese Sprache überhaupt sprechen durften. Die wird allgemein nicht mehr gesprochen. Die wurde allgemein nicht mehr gesprochen. Okay. Jetzt wieder, ja, ne, gibt es halt in verschiedenen Regionen. Bei uns die einzigen, die so ihre Sprache richtig krass beherrschen, sind die Bakongos. Die sind an der Grenze von Kongo, ne, also Nordangola. Die sprechen perfekt Kikongo, ne? Aber die können auch Portugiesisch. Bei uns ist aber so, unsere Sprache ist schon so fast ausgestorben mäßig. Und bei uns gibt es auch so kaum noch Bücher und du kannst so kaum noch irgendwie was finden. Aber ich gebe mir Mühe, ich versuche. Deswegen rede ich auch viel mit meiner Oma, weil meine Oma noch so, die ist noch Blueprint, so weißt du, die ist so, so Chef von der Fam. Und von ihr kann ich so mein Wissen holen. Ich wünschte, aber ich könnte das sprechen. Ehrlich, ich würde alles dafür geben, diese Sprache zu sprechen. Aber selbst meine Mutter hat gesagt, ey, wir haben zu einer Zeit gelebt, wenn wir unsere Sprache gesprochen haben, die Leute haben uns dafür fertig gemacht. Die haben gesagt, ey, ihr müsst Portugiesisch reden. Ihr müsst. Das ist eure Sprache. Stell mal vor, Bruder, jemand kommt in dein Land und sagt, ja, du sprichst ab heute kein Afghanisch mehr. Du musst jetzt irgendwas anderes reden. Bruder, was ist das denn, ja? Was ist jetzt los? Was ist jetzt deine Muttersprache? Ja, Portugiesisch. Woher kannst du Portugiesisch? Das ist deren Amtssprache in Angola. Das ist Kolonie. Woher kannst du das? Ich habe es zu Hause gelernt. Okay, wenn du das jetzt zu Hause nicht gelernt hättest, wo hättest du es gelernt? Meinst du, du könntest jetzt Portugiesisch, wenn du das zu Hause nicht gesprochen hättest? Klar, Bruder, ich habe ja auch so Spanisch gelernt. Ich habe ja auch so Englisch gelernt. Ich habe ja auch so andere Sprachen gelernt. Natürlich. Ja. Aber es ist, wie gesagt, ich könnte Manuel niemals dafür irgendwie bashen, kritisieren und sagen, oh, du bist kein Afrikaner, du bist nicht schwarz, weil du deine Sprache nicht kannst. Boah, das ist absoluter Quatsch. Wir müssen anfangen zu lernen, dass jeder Mensch von uns eine andere Geschichte hat, eine andere Vergangenheit hat. Ich kann jetzt nicht zu Jihad kommen und sagen, ja Bruder, warum kannst du denn kein Englisch? Was soll das? Und Englisch ist doch Weltsprache, jeder muss das können. Ich kann doch nicht von ihm erwarten, dass er das jetzt perfekt beherrscht, wenn er vielleicht komplett was anderes durchgemacht hat. So. Und das ist ein Fehler bei unseren eigenen Leuten, woran wir arbeiten müssen. Wir müssen mehr Verständnis für den anderen haben. Ich musste Manuel erstmal kennenlernen, um zu verstehen, warum er so denkt, wie er denkt. Ich bin nicht immer seiner Meinung. Ich diskutiere viel mit ihm. Er ist stur, Bruder. Ne? Ich auch. Das, so, ne? So ein Ding ist das. Aber am Ende des Tages ist er mein Bruder. Ob der jetzt eine andere Meinung hat als ich. Ist mir doch Jacke wie Hose, Bruder. Der bleibt mein Bro, so, weißt du, was ich meine? Und wir müssen anfangen, mehr so aufeinander zuzugehen, finde ich einfach. Das ist so mein Statement dazu. Du hast gesprochen, ja? Ich hab eine Frage an Azadi. Nein, wieso denn? Wallah, ich hab das Gefühl. Nein. Ich hab eine Frage. Ja, Bruder, frag. Bruder, jetzt du bist Kurde. Ja, Bruder. Aus Şırnak. Ja, Bruder. Kurmanji. Kurmanji. Okay. Erkennst du irgendwelche Symbiosen aus deiner
aus der Vergangenheit deines Volkes mit dem Volk der Schwarzen? Boah, erkennst du irgendwelche Gemeinsamkeiten? Was heißt Symbiosen? Gemeinsamkeit. Ich wollte gerade sagen, der hat nicht verstanden. Gemeinsamkeiten. Hm. Ja, Bruder, vorhin hat Helzen gesagt, dass stell dir mal vor, dass deine Sprache in da, wo du herkommst, nicht gesprochen werden darf. Das ist bei uns Kurden doch nicht anders gewesen. Hm. Also, jetzt nicht, aber früher war das auch so, dass wir Kurden in der Türkei kein Kurdisch sprechen durften, sondern dafür in den Knast gekommen sind, jahrelang nicht eingesperrt worden sind. Klar, und teilweise ist es ja immer noch so. Also ich will jetzt gar nicht in diese Politikschiene reingelaufen, aber ey Bro, wenn du, Bruder, ich habe ein Tattoo auf dem Ellbogen, ich darf damit nicht in die Türkei. Bruder, ich muss Langarm tragen. Ich darf nicht. Bruder, das ist eine Sonne von meiner Fahne. Weißt du, bei uns auf der Fahne ist da die Sonne drauf. Das ist eine Sonne, Bruder. Ich darf damit nicht in die Türkei, Bruder. Wenn ich damit in die Türkei gehe, Bruder, die nehme ich auseinander. Bruder, ich war vor Jahren als Erster unserer Familie in der Heimat. Bruder, weißt du, wie meine Tanten und meine ganzen Cousins, Bruder, die sind so an mir geklebt. Ich so, warum? Ich so, Bruder, kommt ein Polizist zu dir, redet mit dir und du sagst einen falschen Ton, die sperren dich dein Leben lang da ein. Du kannst nicht. Und Bruder, für mich, ich bin Kurde aus Deutschland, Bruder, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Für mich, Bruder, kommt ein Polizist und sagt, ja, Mann, der geht zur Seite. Ja, was will der? Bruder, geh mal in die Türkei, Bruder, in ein Kriegsgebiet. Bruder, da wo ich herkomme, ist Kriegsgebiet. Geh mal dahin und sag mal zu den Polizisten, ja, Mann, der geht mal zur Seite. Bruder, die ficken dich. Ich schwör's dir. Und Bruder, deswegen, Gott sei Dank, ich bin hier aufgewachsen, Bruder. Hier gibt's sowas nicht. Hier kann dich die Polizei nicht. Hier ist mit Recht und Ordnung und dies, das. Deswegen, aber, Bruder, klar, die Parallelen sind da, Bruder, 100%. Ja. Das ist zum Beispiel das, was die Leute nicht verstanden haben, wo ich den probiert habe zu sagen, wo Panna in diesen Raum gekommen ist, in diesem Statement. Verstehst du, wie ich meine? Panna ist ja auch Kurdin. Und sie kommt nochmal aus einem anderen Gebiet. Bei ihr war es sogar nochmal anders. Das hat nicht mal was mit Türkei zu tun gehabt. Das hat einfach was damit zu tun gehabt. Sie ist einfach Kurdin gewesen. Grüße an unsere Schwester Panna. Schöne Grüße an Panna. Und diese Frau hat einfach zwei Kriege überlebt. Sie hat einfach Saddam Hussein überlebt. Krass. Dieser Giftgasangriff auf Halabja, ne? Von Saddam. Das hat sie einfach überlebt, Bruder. Krass. So, und warum wurde. Sie hat mir gesagt, dass das hat nach Apfel gerochen. Ne? Und auf einmal hat sie gesehen, wie Leute umgefallen sind nach der Reihe, als kleines Kind. Das ist Banner, Bruder. So, und ich weiß jetzt nicht, ob das ein bisschen zu persönlich ist, aber ich habe mit Panas Familie geredet. Sie hat mir ein paar Sachen erzählt aus dem Irak, aus dem kurdischen Teil von Irak, ne, was ihre Familie da durchgemacht hat, ne? Ich schwör's dir, weißt du, das ist für uns menschlich gar nicht zu begreifen. Unvorstellbar. Na, unvorstellbar, Bruder, unvorstellbar. Unvorstellbar. Ich hab ihr zugehört und dann Verwandten von ihr zugehört, die haben so wirklich so zwei Stunden bei mir am Telefon und Verwandte von ihr waren am Erzählen über die Heimat, Bruder. Und ich hab mir gedacht, Allahu Akbar, wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Und Bruder, wenn so erfahrene Menschen, Rassismus erfahrene Menschen, sich deiner Sache anschließen, ne? Dann ich möchte von ihr lernen. Wie hast du das durchgestanden? Wie habt ihr euch gewehrt? Wir wehren uns so. Sag mir was anderes. Was macht ihr? Das ist der Gedanke dahinter gewesen. Bruder, und ich habe sehr viel gelernt. Sehr viel gelernt. Sehr viel gelernt. Panna marschiert auch immer mit uns. Was? Immer an der Front, also wirklich. Bruder, maximale Löwin, Bruder. Maximale Löwin. Respekt an unsere Schwester Panna. Maximale Löwin. Maximale Löwin, Bruder. Ja. Krass. Nee, aber ich finde, dieser Talk heute ist wichtig. Ist auch cool, weil das ist so, nicht nur so sich aufregen, sich abfacken, sondern auch zusammen lachen, gemeinsames Leid auch teilen, so. Jeder erzählt so ein bisschen von sich. Und ich glaube, die Leute werden auch verstehen, was wir versucht haben, ihnen zu sagen. So. Weil wir da,
weil wir jetzt gerade nicht, ich sag mal so, zu emotional geworden sind. Bruder, ich sehe... Ein wenig. Ja, du... Bruder... Da sind wir aber raus. Wo raus? Also, da bin ich raus. Ich mach, kein Problem. Ich mach mit Herz, Walla mit Herz. Bruder, du bist so sauer, ne? Du bist ja, sauer. Bruder. Aber normal bin ich sauer, Bruder. Guck mal, welcher Mann geht raus und sagt, er ist die Familie von einem anderen Mann? Was ist das für eine Aussage, Bruder? Wie gesagt, er macht 0, gar nichts. Du weißt selber. Der macht gar nichts. Er kann auch nichts machen. Der kann nichts machen. Ja, Shabab. Deswegen lass. Bitte, ey, lass nicht viel drehen und dann wieder zu denen dahin kommen, ja. Bruder. Lass den da, Walla. Akasich du Asa. Akasich du Ba'iri. Akasich du Ba'iri. Haben wir noch ein Thema? Ah, bitteschön. Wir geben den schlechten Menschen, Bruder. Bruder, wir tun schlechte Menschen mit schlechten Menschen zusammen und die werden noch stärker, Bruder. Lass uns lieber gute Menschen zusammenbringen. Der hat geredet. Lass uns gute Menschen. Der redet immer. So. Der redet immer recht. So. Lass mal, lass den da. Warum, ich lass den. Ich lass den noch, geht da. Für deine Augen, küsst doch. Du bist so schlimm, ne? So. Ah. Mal schöne Runde. Wenn die Leute sich das angucken, bis hierhin. Holla. Schöne Runde. Ich muss auch hier an dieser Stelle sagen, danke für die Gastfreundschaft. Ne? Oder immer wieder gerne. Echt krass. Das ist nicht nur die Gastfreundschaft für dich, weil wir uns kennen. Jeder Mensch, der gerne hier hinkommen will und seine Meinung mit uns teilen möchte, mit Manuel und meine Wenigkeit, der ist herzlich willkommen. Der soll mal hier Blogstars auf Instagram anschreiben. Ein bisschen... Schreibt denn ein bisschen von eure Dings, was eure Meinung ist. Vielleicht wird ihr eingeladen und dann sitzt ihr auch hier. Lasst Liebe und bei den Brüdern da. Quatschen wir auch. Ich sag euch ehrlich. M-Punkt. Ne? Ich sag euch ehrlich, ihr seht das, also das kann man nicht, diesen Vibe kann man nicht erklären. Wir sind hier reingekommen, Schuhe ausgezogen, wie zu Hause. Teppich ist flauschig, Couch ist flauschig. Ist entspannt. Hier fehlt nur noch ein Deck. Guva, ich schlafe hier. Ich fahre morgen nach Hause, ist kein Problem. Hier ist so gemütlich, ne? Wir haben super gegessen, danke. Danke, gerne, Bruder. Gerne. Wir haben afghanisch gegessen heute. Wie hieß das, was wir gegessen haben, Bruder? Das war ein Mix von allem, Bruder. Einfach, aber es war lecker, auf jeden Fall. Wenn ihr in Essen seid, kommt Selim Essen. Selim ist immer gastfreundlich. Jeder Gast, der hier kommt, der empfängt ihn mit offenen Armen. Walla, also bis jetzt die Leute... Das ist, du hast mich gefickt, ich habe 7 Mille für Essen im Monat ausgegeben. Das ist so, Mann, ruf mal nie wieder Leute hier. Nein. Walla, diese Afghanen, wo wir bestellen, der fährt Bentley. Alles wegen dem Bruder. Auf jeden Fall war eine gute Runde. Danke an euch, Jungs. Dankeschön, echt, war super. Dank, war eine gute Runde. Vielen lieben Dank. So, das war die 5. Folge Blockcast. Alle Links zu Block Academy findet ihr unter dem Link, unter dem Video hier. Und ja, das war Blockcast 5. Bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Salamu alaikum.